Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten und heute gebe ich dir Tipps, wie du weniger Unkraut in deinen Gemüsebeeten, im Gewächshaus, in Kübeln hast und wie du dir auch ein wenig das Gießen sparst und zwar mit dem Thema Mulchen im Garten. Wir machen das Ganze schon mit Rasenschnitt. Wie das geht und was das alles für Vorteile hat, das erkläre ich euch heute in diesem Video. Viel Spaß dabei und los geht's! Außerdem stelle ich euch heute endlich mal meinen Akkurasenmäher vor. Ich habe ja schon eine längere Zeit einen Akkurasenmäher, den ich hier nutze und da möchte ich euch heute einfach mal einen kleinen Einblick geben. Bei den Spritpreisen ist es auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, auf Akku umzusteigen und ob der mit so einem normalen Benzinrasenmäher auch mithalten kann, das schauen wir heute mal in dem Video. Finde ich auf jeden Fall ein cooles Teil, kann man so hochheben, wiegt nicht viel und hat auf jeden Fall einen genauso guten Schnitt wie der andere Mäher auch, ist natürlich nicht ganz so groß, schafft nicht so viel auf einmal, aber für uns zu Hause, wo wir hier gerade übrigens sind, da lohnt sich das auf jeden Fall für den kleinen Garten zu Hause und da werden wir jetzt mal eine Runde mit mähen und uns jetzt erstmal das Mulchmaterial zusammen sammeln und dann fahren wir in den Garten und ich gebe euch Tipps zum Thema Mulchen. Also viel Spaß beim Video und los geht's! Ja, und das ist schon das Ding. Das ist ein Akkurasenmäher der Firma IKRA und zwar der sogar eine Mulchfunktion ICM2-2037. So heißt der Rasenmäher, falls ihr den mal suchen wollt. Hier vorne rechts, da sehen wir die zwei Akkus, sind hier drunter versteckt. Die werden hier einfach so reingeklickt. Das ist dieses ganz normale, ich hol's mal raus, Klicksystem, kennt man auch von anderen Firmen mit Akkufunktion, die kann man universell eigentlich bei vielen Geräten draufstecken. Dann haben wir hier einmal die Anzeige, wie voll das Akku ist, in dem Fall jetzt noch ganz voll, habe ich für den Test einmal aufgeladen und hier ist der Schlüssel. Was auch relativ einfach ist, ist dieser Höhenversteller, der Höhenversteller hier, der ist ziemlich einfach. Kann man von 25 bis 75 hochstellen, 55 und 45 ist bei uns immer so die, ja, Größe, die wir nutzen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie leicht das ganze Ding ist. Ich kann das Ding so hochheben. Im Garten haben wir das Ding übrigens auch schon getestet. Blende ich euch hier mal eine Aufnahme ein. Den Mäher haben wir aber auch einmal mit ins Gewächshaus getan und haben damit den Weg in der Mitte gemäht. Dann ist es so super leicht, den kann man natürlich mal eben mit ins Gewächshaus nehmen. Der Fangkorb, ja, der ist jetzt nicht so super riesig, aber wie gesagt, das Akkugerät mit der Akkuleistung ist auch eher was für so einen normalen Garten, nicht so einen riesen Garten wie unser. Und ja, jetzt werden wir den einmal testen. Hier ganz einfach Knopf reindrücken. Und ihr hört es gleich schon am Sound, das Ding ist echt nicht laut, also auch noch, ja, sehr leise dazu. Ja, und los geht's. So, einmal nochmal kurz Pause, wir schauen uns mal das Schnittbild an. Sehr, sehr gutes Schnittbild. Also das Messer darunter kann ich euch an dieser Stelle ja auch mal einmal zeigen. Schönes Messer. Hier geht es dann durch in den Korb. Für die Mulchfunktion gibt es ganz normal so einen kleinen Stecker hier hinten rein. Das ganze System wird hier übrigens festgeklickt. Schöner Haltegriff. Und hier geht es dann hoch. Ja, wollen wir mal ein bisschen mit mähen, oder? Ja, und jetzt sieht man schon, die Reifen sind nass geworden, der Rasen ist auch recht nass. Und dann schaut euch mal das Mähbild an. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Jetzt haben wir unseren Rasenschnitt zusammen und jetzt fahren wir in den Garten und werden uns im zweiten Teil von diesem Video mal mit dem Thema Mulchen beschäftigen. Ja, und hier in dem Edelrosthochbeet zu Hause, da baue ich immer viel für meine Wellensittichhanse wie Vogelmiere und diesen Pflücksalat. Aber der ist jetzt so groß geworden, da können meine Wellensittiche alleine, ja, so lange von satt werden, dass ich so viel über habe, dass das jetzt das erste Mal mit zum Garten kommt für die Mitarbeiter von Heilen und bald werden wir dort unseren eigenen Gemüsestand haben und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, aus Palettenholz, aus Altholz, es wird ein richtig schönes Ding. So,
jetzt ein ganzer Sack Rasenschnitt geworden. Und dahinter sieht man die Ernte vom Salat. Ja, das nehme ich jetzt mit im Garten und dann sehen wir uns da wieder. So, zum Mulchen ein paar Tipps auf die Schnelle schon mal. Und zwar als erstes wichtig beim Rasenmähen darauf achten, keine Gräser, die bereits blühen oder Samen einmähen, denn dann habt ihr das nachher in eurem Beet und habt trotzdem Unkraut bzw. Rasen, das wollt ihr ja nicht. Vorteil, wenn ihr den Rasen als Mulchschicht ausbringt, ist zum einen, dass weniger Unkraut durchkommt, weil kein Licht an die Samen kommt und die so nicht austreiben. Es wird aber auch durch die Dicke einfach unterdrückt. Rasen ist ein super Mulchmaterial, was ihr später auch einfach einarbeiten könnt. Egal ob es im Gewächshaus ist, im Beet oder im Kübel, das Material verrottet langsam und ja, bildet sich zu einem super Gartenboden. Das heißt, ihr müsst es auch nicht nach der Saison wieder abtragen, wie zum Beispiel bei Rindenmulch. Dann habt ihr den Vorteil, dass der Rasen, wenn ihr den mäht, Nährstoffe enthält. Und diese Nährstoffe werden durch Wasser und durch die Zersetzung auf Dauer schnell und auch langsam an den Ort abgegeben. Und die Pflanzen, die da stehen, profitieren so natürlich davon. Also ihr hört schon, Mulchen ist eine super Sache und wir haben es lange nicht gemacht. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie es hier hinter mir aussieht. Die Seite ist schon gemulcht. Beim Gießen werdet ihr es auf jeden Fall merken, ihr müsst viel weniger gießen, das Wasser bleibt viel länger im Boden, denn diese Schicht verhindert einfach, dass das Wasser verdunstet und das ist gerade im Gewächshaus natürlich super. Mit Unkraut hat man da ja eh nicht so viel zu kämpfen wie im Freiland, aber ja, wir schauen uns einfach mal an, wie wir das hier bisher gemacht haben und ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Tipp von mir, die Schicht darf ruhig dick sein. Ihr müsst nicht eine dünne Schicht nehmen. Der Boden sollte natürlich noch atmen können, also ihr dürft jetzt nicht Misthaufen groß, ich sag mal, hier so eine Riesenmenge Rasen auftragen, aber so eine ordentliche Schicht von ein paar Zentimeter dürfen es dann doch schon sein, damit das Ganze auch wirklich funktioniert. Und ich verspreche euch, wenn ihr es auch macht, ihr habt wirklich viel weniger Unkraut, nicht gar nicht, aber viel weniger. Und ihr habt viel mehr Feuchtigkeit im Boden, wovon eure Pflanzen dann natürlich auch profitieren. Und alles wird auch nicht so weit weggespült, weil der Boden nicht austrocknet. Jetzt, wenn wir hier mal gucken, wo noch nicht gemulcht ist, gehen wir mal hier hin. Der Boden darunter ist einfach furztrocken und wenn dann das Wasser darauf kommt, dann kennt ihr das, es läuft einfach weg und bleibt nicht so richtig an Ort und Stelle. Wenn es aber immer feucht ist, dann kann der Boden auch länger das Wasser aufnehmen. Das heißt, der wird nicht so hart, der wird nicht so sandig, krümelig. Das heißt, ihr habt sehr viele Vorteile, dass euer Garten wirklich auch erfolgreich ist in der Saison. Und wenn wir hier bei mir mal gucken, ich habe schon einige Früchte dran, drehen wir die Kamera doch einfach mal um. So, hier haben wir schon die ersten kleinen Paprikas dran. Wenn wir hier mal gucken, da sind jetzt auch schon verblühte Blüten, das heißt, da bildet sich bald auch was. Und hier, guck mal hier hinten die Chilis. Die Pflanze ist zwar an sich noch recht klein, aber es sind schon Chilis dran. Genauso hier. Und natürlich auch hier und hier. Also, es sieht schon ganz gut aus bei uns. Mal ein Blick von oben auf die Optik und ich finde, es macht auch optisch echt was her. Rasen, es wird nachher noch, wenn der Rasen ein bisschen länger liegt, brauner und ähnelt noch wieder ein bisschen dem Boden. Aber es macht trotzdem einen deutlichen Unterschied zu diesem einfachen Pudersand hier. Ist von der Optik wirklich echt nicht schön. Man sieht die Pflanzen gar nicht, die Pflanzen kommen gar nicht richtig zur Geltung. Schau mal zum Beispiel hier, man sieht gar nicht so richtig die Pflanzen. Und hier, da kommen die Pflanzen viel mehr heraus. Die Pflanzen stehen richtig im Mittelpunkt und für meine Instagram-Bilder ist das natürlich super. Mulchen, eine super spannende Sache. Macht ihr das auch im Garten? Habt ihr damit schon Erfahrungen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Das war's auch schon von meinem Video zu diesem Thema. Ein Video endlich mal wieder nach längerer Social-Media-Pause aus meinem Garten. Davor die Videos waren auch nur so die Gartentreffen. Und jetzt an dieser Stelle mal ein bisschen viel Ehrlichkeit. Uns hat einfach die Zeit gefehlt und uns alles über den Kopf gewachsen. Wirklich, die Gewächshäuser, da sind wir nicht wirklich vorangekommen. Wir wollten eigentlich schon lange mulchen, schon lange düngen. Wir machen übrigens gerade auch ein spannendes Experiment im Garten. Eine Hälfte oder ein Drittel mit Hornspäne, ein Drittel mit Rasendünger, da sind einfach die besten Nährstoffe drin. Ist wirklich so, diese Gemüsedünger sind alle schön und gut, aber ob es Rinderdung ist, irgendwas aus der Biogasanlage oder auch Mist, auf Dauer verbessert das den Boden zwar deutlich, aber die Düngewirkung für eure Pflanzen ist nicht so gut da. Jetzt haben wir einmal einen Flüssigdünger, einen Hornspäne-Mix und
Das hatte ich jetzt noch gesagt. Rasendünger, genau diese drei Teile haben wir auf dem Folientunnel gedrittelt. Das heißt, ein Teil mit dem Tomatendünger, ein Teil mit Rasendünger und ein Teil mit den Rasendünger. Und ja, da sind wir einfach mal sehr auf das Ergebnis gespannt. Hornspäne, Rasendünger oder Flüssigdünger. Ich denke, die Hornspäne machen auf Dauer echt am meisten aus, weil die haben 14% Stickstoff. Das ist schon ordentlich fürs Wachstum. Und ja, da nehme ich euch auf jeden Fall auch mit zu diesem Experiment, denn das ist doch sehr spannend. Ja, und die Ehrlichkeit jetzt noch, uns ist das alles hier ziemlich über den Kopf gewachsen. Der Rasen ist sehr hoch geworden nach den paar Tagen Regen, die wir endlich mal hatten. War der Rasen zwar wieder grün, aber auch mega lang geworden. Das Unkraut ist überall gesprossen im Beet. Dann hatten wir hier jede Menge Misserfolge schon in diesem Jahr. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit unseren Misserfolgen. Also wir haben nach unserem Jungpflanzenverkauf 100, 150 Kohlpflanzen ausgesät. Nach 2 Tagen waren alle von den Hasen abgefressen. Jetzt haben wir gerade das nächste Problem. Und zwar holen die Elstern oder die Krähen, die man hier auch hört in diesem Video. Ich glaube, man hört die so in der Ferne sogar leicht auf diesen Aufnahmen. Die haben uns einfach die ganzen Erbsen rausgepickt. Dann haben wir mega mit der Trockenheit zu kämpfen. Gerade beim Jungpflanzenverkauf waren es gut über 20 Grad. Es war einfach alles trocken. Der Rasen war teilweise schon braun. Und da sind einfach so kleine Sachen, aber ich sage auch immer, die erste Gartensaison in einem neuen Garten ist nicht besonders wichtig, sagen wir mal so. Und wir wollen erstmal probieren, dieses Jahr so gut wie möglich alles aufzubauen. Eben schon mal gesagt am Anfang des Videos, es wird ein Mega-Projekt kommen mit unserem Gemüseverkaufsstand. Der sieht richtig geil aus. Ich blende euch an dieser Stelle schon mal ein Bild ein. So sieht der aus von vorne mit Ablage hinten und so weiter. Und dann seht ihr jetzt nochmal das Material, das wurde noch abgeflammt. Das heißt, der macht auch optisch nochmal was her. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter mulchen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich muss den Garten noch ein bisschen schick dafür machen. Aber dann werde ich ihn euch wieder präsentieren in einem schönen großen Gartenrundgang. Es hat sich einiges getan. Schaut mal hinter mir, da seht ihr zum Beispiel schon hier die Kartoffeln. Da genau. Und einfach im ganzen Garten ist so viel passiert, die Hochbeete sind voll, aber das zeige ich euch alles im Gartenrundgang. Hier soll es wirklich nur ums Mulchen gehen, um den Akkurasenmäher. Finde ich übrigens sehr cool für zu Hause und schaut da gerne mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr alle Infos, die ihr im Video hier nicht bekommen habt, nochmal zusammengeschrieben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao!